Ja, ein herzliches Willkommen heute hier zur Pressekonferenz, zur Halloween-Pressekonferenz hier im Eisstadion. Im Namen der gesamten Familie Mack darf ich Sie alle recht herzlich hier willkommen heißen. Wir haben Sie ja gerade eben so ein bisschen eingestimmt auf das, was kommen mag. Wir haben ja schon seit vielen Jahren eine sehr, sehr erfolgreiche Halloween-Saison, haben dort die Horror Nights erfolgreich weiterentwickelt. Mein Bruder Michael wird später dann dazu was sagen. Ja, ich darf Ihnen heute einen Kindheitstraum ein bisschen vorstellen. Ein Musical, ein eigenes Europa-Park-Musical umzusetzen, war schon ein Kindheitstraum. Und das Tolle daran ist auch, eine Attraktion zum Leben zu erwecken. Wir haben eine wunderschöne Musik und Geschichte um das Geisterschloss geschrieben und werden eben heute Abend die Premiere feiern. Mit 60 Musikern haben wir in Berlin in den bekannten Teldex-Studios die Musik aufgenommen. Haben ein ganz tolles Bühnenbild, tolle Choreografie. Und ich darf heute auch Hendrik Schwarzer und Jan Lepold begrüßen. Sie sitzen da vorne. Jan Lepold hat die Geschichte geschrieben um das Geisterschloss. Und Hendrik Schwarzer hat wirklich wieder eine wunderschöne, einfühlsame Musik geschrieben, die sehr, sehr viel Spaß macht. Und Sie sind heute Abend auch dabei, wenn wir eine Premiere feiern. Meine Frau Katja hat die Choreografie und die Kostüme gemacht. Also, Sie sehen wieder ein richtiges Familienprojekt, das sehr, sehr viel Spaß macht. Wir haben dazu tolle Musical-Stars gecastet. Wir haben 4 Hauptrollen mit bekannten Musical-Stars. Beispielsweise hat der König Borba, der König des Schlosses, hat schon Les Miserables gesungen, Jesus Christ Superstar, der Prinz Tao gesungen. Also, wir haben hier wirklich ganz, ganz tollen Cast, haben extra im Varieté-Theater auch eine tolle Soundanlage nachgerüstet, eine Soundanlage, um einfach auch dieses Erlebnis-Musical noch näher zu bringen. Sie sehen auch, ich habe auch schon hier mein T-Shirt an, Spook Me. Wir haben eine eigene Shopping-Artikel, haben eine eigene CD produziert, eigenes Programmheft. Also das ist wirklich durchdacht und wir haben da schon früh angefangen mit diesem Traum und heute Abend mit der Wirklichkeit und wir freuen uns also alle sehr darauf. Wir freuen uns auch darauf, dass wir im Oktober auch 4 Termine haben, wo wir das Musical unseren Gästen eben anbieten können, ohne dass sie im Park sind. Man muss verstehen, das Musical ist im Park Eintritt inbegriffen. Wenn man nicht Parkgast ist, kann man ein Package buchen, beispielsweise an den Samstag im Oktober fahren sie die Geisterbahn, haben dann eben dieses Gefühl, dieses Feeling in der Geisterbahn, später das Musical und im Anschluss gibt es dann ein 3-Gänge-Menü bei uns im Schloss Balthasar. Und ich glaube, wir sind auch weltweit der einzige Freizeitpark, der eine Attraktion in ein Musical umgewandelt haben. Also hier auch sind wir wieder Vorreiter. Ein weiteres Highlight dieses Jahr sind wieder unsere Halloween-Party mit SWR 3. Hier arbeiten wir wieder mit einem bekannten SWR 3-DJs. Big Dick and the Sidechicks, eine bekannte Band, wird auftreten. Und unser Special Guest dieses Jahr ist Mickey Krause. Freuen wir uns schon alle darauf. Und ein ganz besonderes Highlight, und es verbindet uns eine langjährige Freundschaft zu der Schweiz ohnehin, aber natürlich zu René Baumann, alias DJ Bobo. Wir arbeiten schon seit sehr, sehr vielen Jahren zusammen. Das macht immer wieder sehr viel Spaß, auch wenn wir gegeneinander Fußball oder Eishockey spielen. Beim Eishockey ist meistens die Schweiz besser, Fußball sind es wir. Aber uns verbindet eine wirklich enge Freundschaft. Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder, dass DJ Bobo mit seiner Show Halloween Circus zu uns in den Europapark kommt und am Ende der Halloween-Zeit täglich dann aufzutreten. Ich würde sagen, ich übergebe nun das Wort an dich, René, und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns ja später dann bei der Premiere zu Spook Me. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Thomas, liebe Familie Mack, liebe Medienvertreter. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist spürbar, wie aufgeregt Thomas ist. Das ist sein großer Tag, die Premiere eines Musicals, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was in ihm vorgeht. Die Monate fast, die alle jetzt auf diesen einen Tag münden. Und ich bin fast mit aufgeregt, weil ich gucke mir das nachher an. Und Thomas hat gesagt, sag mir dann, wie du es findest, gell? Sag's mir dann. Ich freue mich sehr,
dass wir mit unserer Show Circus eine Spezialversion, eine Halloween-Circus-Show aufführen können. Wir werden 10 Shows insgesamt spielen und haben die Show auf Halloween umgerüstet. Wir arbeiten mit modernster Videotechnik, Videomapping-Technik und haben alle Künstler der Circus-Tour, die bereits in Deutschland und in der Schweiz vorbei ist, haben wir alle wieder dabei. Also die gesamte Crew ist hier, wir performen mit 20 Leuten auf der Bühne, spielen 40 Minuten jeweils die Highlights aus der Show mit Kunstturnern aus dem Schweizer Nationalkader. Und wir werden auch versuchen, zum allerersten Mal in der Geschichte den Europapark im Fußballspiel zu schlagen. Wenn das gelingt, das wird schwer. Das wäre für uns noch ein Highlight. Wir freuen uns, hier zu sein und würden uns freuen, wenn auch viele von Ihnen die Halloween-Circus-Shows angucken. Und jetzt übergebe ich das Wort für Michael. Dankeschön. Ja, vielen Dank, lieber René. Wenn man überlegt, man ist ja schon ein bisschen surreal, wir kommen aus einer sehr, sehr guten Hauptsaison. Wir hatten gerade noch letzte Woche die Eröffnung von Arthur im Königreich der Minimoys mit Luc Besson. Und ehe man sich verschaut, geht dann schon rasant wieder in die Halloween-Zeit. Der Oktober ist in der Tat einer der erfolgreichsten Monate nach dem August geworden. Wir haben eine sehr, sehr gute Saison hinter uns. Ein Zeichen, dass ich nicht über Halloween spreche, weil wir Sommersaison sprechen soll. Aber ich fange einfach mal an und mache einfach weiter. Wir hatten eine sehr, sehr gute Sommersaison. Leider eine leichte Verspätung bei Arthur, aber jetzt sind wir umso voneinander letzte Woche dann mit Arthur auch mit Luc Besson an den Start gegangen. Das ist ein sehr erfolgreiches Produkt. Wir kommen gerade von der Messe in Amsterdam, dort auch von den Herstellern großes Lob bekommen. Mark Reitz ist in aller Munde. Wir haben bereits ein Fahrsystem schon verkauft, was uns ganz besonders stolz macht. Und auch China hat Interesse. Also wie gesagt, es geht rasend schnell bei uns im Park. Wir hoffen, dass wir jetzt in die Oktober, die Halloween-Zeit, noch gut zu Ende bringen, bevor es dann in den Winter und nächstes Jahr 40 Jahre Europapark geht, mit auch einem neuen Kinofilm. Und Halloween, es freut uns, ist der zweitstärkste Monat geworden. Ich erinnere mich noch an die Worte meines Großvaters, der vor 7 Jahren gesagt hat, was machst du noch eine Geisterbahn abends? Reicht es denn noch nicht? Aus der Geisterbahn wurden die Horror Nights. Aus dem Zirkus wurde der Halloween-Zirkus. Und Thomas mit seinem Musical spukt nie, als man sieht, was für eine Bedeutung eben der Oktober mittlerweile für uns hat. Zu den Horror Nights selbst, wir haben dieses Jahr auch wieder ein neues Format, das wir versuchen werden mit der Bunde gemeinsam. Wir haben unsere Glam Night am 9. Oktober. Die Idee war dort einfach noch ein bisschen ein Halloween-Ball zu zelebrieren, der unter dem Zeichen des Glamours und gemeinsam mit der Bunden laden wir hier zu diesem Event ein am 9. Oktober. Es gibt dazu einen Kalender, die Glam Shots Kalender mit Oliver Barth, einem Fotograf aus Berlin mit Promis wie Maske, Isabel Varell, Tanja Tschevchenko und Wilson, González Ochsenknecht, Frau Sura, um nur einige zu nennen, aber sie kriegen heute eines der ersten Exemplare mit. Wir haben auch da wieder einen Dank an das ganze Team, auch an meine Frau, die Glam Nights betreut hat. Also die ganze Familie hilft mittlerweile mit. Muss angetrieben noch mit einer Idee kommen für Halloween und dann sind wir alle dabei. Wir werden, wie gesagt, jetzt dann rübergehen. Wir haben viele Auszeichnungen für die Horror Nights gewonnen, 2007 begonnen, mittlerweile im 8. Jahr. Ich glaube, die Häuser sind auf einem Niveau, wie man sie so europaweit, wenn nicht sogar weltweit, selten findet. 5 neue Häuser arbeiten hier gemeinsam mit Spezialisten aus Holland, die auch weltweit tätig sind im Horrorhaus entwerfen und auch designen. Jedes Haus hat eigene Musik. Es gibt besondere Kostüme für jedes Haus. Es sind an die 200 Schauspieler. Wir haben wieder 10 Make-up-Artisten aus Amerika. Also es wird wieder spannend, aber was erzähle ich Sie? Erfahren ist ja in wenigen Minuten gleich selbst und ich glaube über Horror. Das muss man selber einfach spüren, ist einfach umso schöner.
ja, ich gleich haben wir einen Auszug aus unserer Horrorshow, die wieder jeden Abend zweimal hier in der Show stattfinden wird. Der Vampires Club geht jetzt mittlerweile auch schon, glaube ich, ins sechste Jahr. Wird auch immer wieder lustig, vor allen Dingen, wenn man davor noch beim Oktoberfest war. Dann passt der Club wie das Haus aufs Auge, wenn man dann vielleicht das ein oder andere Bier zu viel hat. An dieser Stelle noch ein recht herzliches Dankeschön, dass der Oktober zu dem werden durfte, was er werden oder geworden ist. Nicht nur ein wunderschönes Event tagsüber mit über 200.000 Kürbissen, sehr familienfreundlich, aber dass er auch ein bisschen verrückter werden darf mit den Horror Nights, mit dem Musical. DJ ist ja nicht ganz so verrückt, dass er dann... Also vielen Dank nochmal an die ganze Familie, auch dir, lieber Jürgen, dass wir uns jungen Wilden auch ein bisschen in dem einen oder anderen Format austoben dürfen, was nicht ganz so normal ist. Mittlerweile sind die Horror Nights normal. Es freut uns für ein junges Publikum, auch dir, lieber Vater, danke, dass wir das machen dürfen. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann würde ich Sie bitten, die jetzt zu stellen. Ansonsten sehen wir einen kleinen Auszug aus der Show und gehen dann rüber auf die Horror Nights und lassen uns ein bisschen erschrecken. Ich sehe gerade noch einen Trailer, gucken wir auch noch an. Und dann sage ich einfach mal Film ab und viel Spaß.